Was haben wir hier gerade erlebt, Chat? Das war wirklich der schlechteste Cheater, den ich je gesehen habe. Was habe ich da gerade beobachtet? Wir wissen literally nothing about Battlefield 6. Das war's. So, wir brauchen gar nicht weiter darüber reden. Einfach kann Battlefield 6 Warzone ablösen. Kann ich Hill sehen? Nee, Mann. Lass abwarten. Du kannst es selbst in der ersten Woche von dem Spiel nicht sagen, wie erfolgreich es sein wird. Na, zweite spricht auf dich. Ich bin runtergefallen. Aus der Kiste kommen zwei Waffen, Georg. Mhm. Ich nehme beide Waffen auf. Die zweite Waffe, die ich aufnehme, ist dann natürlich nicht die MP, sondern die M82. Dementsprechend war ich tot, bevor ich losschießen durfte. Ich habe aus Versehen vielleicht einen Auftrag aufgenommen und ich wurde gnadenlos gejagt. Ja, da kamst du nicht mehr raus. Was würdest du dir in Battlefield 6 wünschen? Oh, Spaß. Battlefield 3 und 4 fand ich ganz, ganz toll. Battlefield 3 habe ich mal ausgeliehen vom Kurs. Ich habe aber nie wirklich gezeigt. War auf jeden Fall bisher eine tolle Runde, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aufklärungsüberflug unterwegs. Ziel gesichtet. Hab einen Laser bekommen. Nee, das ist Cheater. Die Runde zählt. Nein, die cheaten. Im Leben nicht. Ja, der cheatet. Welcher von beide, oder? Der Izzy. Deutsche! I love it. Das macht mich noch trauriger einfach. Nicht mal saurer, trauriger. Das habe ich jetzt schon öfter gesehen, dass Leute diesen meistgesuchten Auftrag aufnehmen, wenn die cheaten. Aber der ist einfach Level 519. Ja, hä? Also ich will jetzt nicht zu 100% sagen, aber willst du mir sagen, der cheatet nicht? Ja, das nicht unbedingt dann auch aus, deswegen. Ich habe gerade Fallschirm aufgemacht und dann hat er mit einer RPD hat er jeden Schuss getroffen, während ich noch geflogen bin. War schon krass. Aber jetzt, wo ich das Level sehe, I don't know, vielleicht ist er einfach der beste Spieler der Welt. Also ich meine, er spielt jetzt gerade nicht gerade wie ein Cheater. Gleichzeitig läuft er schon so ein bisschen verwirrt rum irgendwie. Und er guckt die ganze Zeit viel zu tief. Ich bin Level 541, das heißt, er spielt genauso viel wie ich. Bro, du kannst ja nicht mit einer fucking RPD auf die Entfernung das auf Controller dann schieben. Der soll gut sein. Der könnte Magnetic Bullets haben oder so zum Beispiel. I know, also alles, was wir bisher gesehen haben, wird komplett lost. Der soll mal einen Fight eingehen da jetzt. Das ist ja langweilig. Also. Was ist das hier für ein komisch Gameplay, du? Fucking Summer! Sag Summer! Ja, okay, das an. Den kannst du kaum sehen, ne? Und dann trifft er jeden Schuss. Der kann auch nicht sein. Woran hast du das jetzt erkannt? Ja, weil der auf ihn drauf ist und jeden Schuss getroffen hat. Und wenn der so rumrennt, dann schießt er nicht so, Georg. Ja. Oh, der andere hat gewonnen? Perfekt. Jetzt sehen wir es nochmal. Ja, man hat die Bullets auf jeden Fall, mindestens. Boah, er hat ihm Headshot. Hast du gesehen, wohin geschossen hat, Georg? Das ist natürlich eine Killcam immer ein bisschen, ne? Aber er war nicht die ganze Zeit auf seinem Kopf. Nö, er hat den letzten Schuss auf den Kopf getroffen. Das hat man gesehen. Chat, ich bin komplett, ich weiß es nicht. Ich bin komplett verunsichert. Das ist doch mal doof, wenn man zuschaut, wenn man es halt nicht genau wissen kann, aber ich denke das an. Mein Problem ist damit ist, alles, was er gerade zeigt, ist, dass er gar nicht in dieser Lobby verloren hat. Aber dann gewinnt er halt jeden Zweikampf plötzlich. Für mich sah es jetzt nach Magnetic Bullets aus, genau. Okay. Aber es ist halt immer so belastend einfach, wenn man zuschaut halt, weil das halt verzerren kann. Mhm. Er weiß nicht, wie man rutscht, also wie man Slide cancelt, aber hat halt dann plötzlich das Aim des Todes. Das ist auf jeden Fall. Ja, nee, der weiß, der Movement wie ein wirklich Bronze 1-Spieler. Der läuft überall gegen, hat sein Fadenkreuz zeigt immer auf dem Boden. Also ich will nicht zu 100% sagen, dass er hackt. Also warum ist hier eigentlich ein Zeltplatz? Da haben einfach ein paar Pfadfinder am Eingang von diesem Tunnel gecampt. Ich habe eben das schon gesehen und war verwirrt. Lifetime 2er KD, letzten 7 Tage 5,76er KD. Okay. 5,76er KD, sagst du. Ja, okay. Das klingt so, als wäre das schon ein normaler Account irgendwie gewesen. Oder halt ein Soft-Cheater, der das lange durchgehalten hat. Er hat Runden in den letzten 7 Tagen. 15er KD, 19er KD, 14er KD und super viele Wins gefarmt. Okay. Kann es sein, dass wir damit richtig liegen, wenn wir sagen, das ist jemand, der es wirklich versucht auch zu kaschieren? Das ist selten. Normalerweise hast du Leute, die einfach dann auf den Knopf drücken für immer. Aber ich glaube, er versucht das zu kaschieren. Spannend. Er spielt halt wie der letzte Bot. Ich glaube, er hat sich am 30. Mal dazu entschieden, ich fange jetzt an zu cheaten. Davor war nicht so heftig, oder was? Und der hat am 29. Mal eine 2,79er KD Daily. Ja. Dann 5er. 5er, 7er, 6er. Ja, 13er, also sorry, das glaubst du, das glaubt doch niemand. 13er KD Daily am 3. Juni. Das glaubst du doch nicht. 6er KD. Krass! Ist mal interessant zu sehen, wie das jemand halt versucht zu verheimlichen, ne? 9er. Normalerweise braucht er ja gar keine Diskussion zu führen. Das ist immer so ein. Ja, siehst du doch. Ja, das hast du auch gesehen. Ja. Okay, ja. Er hat selber irgendwas gemacht und dann auf einmal war es so ein. Jupp. Ich find's immer gut, dass man. So mit dem Tracking kann man es schon mal ganz gut dann sehen halt, ne? Ja. Oh, da hat man so. Oh, jetzt hat er es nicht mehr verheimlicht. Das war sehr deutlich. Ding ist, wenn er Movement hätte, würde er, glaube ich, jede Runde eine 20-Bomb machen oder so. Ja. Hat halt null Movement, deswegen kommen die halt nicht so voran. Die kommen nicht zu den Gegnern. Weil der, guck mal, der ist. Also der läuft wirklich auch überall gegen. Oben drauf.
gut gesehen. Ja, hat ja einfach Game Sense. Okay. Wenn jetzt jemand noch sagt, dass er nicht anhat, dann ehrlich, null Ahnung von dem Spiel. Ich glaube, ich habe erkannt, was der jetzt eingestellt hat. Und zwar dieses, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, dieses Centering. Also wenn der auf den Knopf drückt, dann braucht er ziemlich lange, um zu dem Gegner zu flicken. Diese Aimbot-Cheats, die die Leute normalerweise haben, ist, die drücken auf den Knopf und dann flickt der so ganz schnell auf den Kopf. Und bei dem ist es langsam eingestellt. Ich kenne mich nicht zu krass damit aus. Sowieso nicht. Ich höre nur immer wieder hier Silent Aim, Aimbot, Aimlock. Ja. Ich weiß nicht, wo da Unterschiede sind. Also Silent Aim, genau. Ich würde jetzt einfach Silent Aim sagen. Silent Aim finde ich ein passender Begriff dafür. Er ist halt wirklich so unfassbar bad. Aber er weiß, er hat das, wenn er einfach hinzieht. Ja, ja. Was ich jetzt hier gerade beobachte, wenn ich mir irgendwie vorstelle, wer das ist und was er so macht, ich habe das Gefühl, dass er das irgendwie ernst nimmt und denkt, dass er gerade spielt. Sondern ich habe ja nur eine kleine Hilfe, denkt er sich bestimmt. Aber guck mal, wie gut er es verstecken kann, obviously. Erstmal ist er Level 519. Ja. Und er hat 13er Credit Dailies gehabt und so und da nicht nur eine Runde gespielt. Ich habe es ja eben nachgeschaut. Ja. Und du hast gesagt, er hat an und ich habe gesagt so, nee, glaube ich nicht. Weil der bei mir sah es einfach nicht so aus, als ob er anhat. Er hat mich halt einfach gekillt. So. Ja, bei mir würde ich halt davon ausgehen, dass, also wenn man stirbt, dann hat man nicht mehr das Gefühl so, das würde normalerweise nicht funktionieren, was gerade passiert ist. Und ich wurde halt mit jedem Schuss einer RPD vom Boden, du weißt, wie scheiße das Visier ist, in der Luft getötet. Und dann denkst du dir halt so, I don't think that's possible. Besonders die RPD ist halt so eine Schmutzwaffe mit dem kleinen Visier, was das hat. Aber ich find's cool, weil es auch, selbst jetzt immer noch gibt's Leute, die sich nicht sicher sind. Fürs Movement benutzt er wahrscheinlich ein Lenkrad. Ich sag mal so, Bube, ein krasser Sweater, wurde für eine Daily 7er KD, glaube ich, geshadowbannt. Lol. Aber das ist dann halt, weil so viele Leute den gemeldet haben, oder? Ja. Also ich habe auf jeden Fall noch nie einen so guten Spieler so schlecht spielen sehen. Er hat sich 3 Monate Testabo gegönnt. Eliminieren Sie OG Stepmom. Ist schon wieder so ein Ding, wo ich am liebsten einfach mal mit dem ein bisschen quatschen würde. Einfach, ich will ihn nicht dumm vorwerfen, ich würde einfach nur gerne seine Gedankengänge im Kopf verstehen. Denkst du, dass du gerade wirklich spielst? Ist das eine Herausforderung für dich? Freust du dich über einen Win? Solche Sachen finde ich immer spannend. Wenn du jetzt nur auf einen Bot-Knopf drückst und alle One-Shot tötest, dann sind die meisten, glaube ich, auch einfach nur so, ich probiere gerade was aus und es macht halt Spaß, OP zu sein und ein bisschen zum Lachen sozusagen. Aber wenn jemand das so spielt wie er, so lange, ich glaube, der denkt sich einfach nur, die anderen spielen auch unfair. Ich hole mir einfach nur so ein bisschen das Balancing zurück. Ich frage mich, ob Heisenberg weiß, dass ja, er sie anhat. Oder da ob war das so ein richtiges Ding ist so, so, ja, komm, wir können nach der Schule zocken, so, ich glaube, ja, ein bisschen so, können wir ein paar Wins holen, so. Und das habe ich nämlich auch gedacht. Ich finde, das kann man dann mal schön beobachten. Wenn es solche Momente gibt, dann immer, wenn der andere tot ist, ändert sich das Spielverhalten ein bisschen. Ich meine, dass man das ein bisschen sehen konnte. Aber ich bin mir nicht sicher. Das war alles bei dem ist sehr, sehr sanft. Also, Game Sense 0. Also, sein Mail-Slide kennst du manchmal. Er nicht. Also, er hat auf jeden Fall nicht diese heftigen Hacks, wo er selbst fahrende Autos mit der Sniper drin. Das gibt's ja auch. Es war am deutlichsten bei dem aus dem Heli. Der hat auf den Heli gezielt, der Helifahrer ist ausgestiegen und er hat sofort zu dem Ausgestiegenen auf den Kopf gezielt. Und das passiert halt nichts. Jetzt fliegt er eine Drohne. Ja, und der ist... Scheiße, Mann. Nicht raus. Der ist so komplett lost. Der kommt nicht raus. Ah doch, jetzt. Oh, schade. Da tut sich was. Ja, er ist schon markiert und hat es nicht gesehen. Hä, wo war denn da jemand? Also er hat da markiert, obwohl da keiner ist, ne? Da ist auch niemand. Tut sich was. Ich glaube, der verarscht seinen Kollegen gerade. Ja, oder halt Walls. Ja, aber wir würden das doch auch jetzt sehen. Wir würden doch jetzt so kleine Vierecke sehen. Rauten. Doch, da ist jemand. Doch, okay, dann ist das nur, weil wir das nicht sehen. Ich glaube, viel zu viele Leute unterschätzen diese kleine Drohne, Junge. Du kannst einfach durch die Wände gucken. Das ist schon heftig. Kollege wieder tot. Mal sehen, was das jetzt bedeutet. Also er schaut ihm ja jetzt zu. Vielleicht hat er ja tatsächlich keine Walls an und deswegen muss er einigermaßen normal spielen. Ja, jetzt kann er wieder spielen. Oder er kauft schnell wieder, damit er wieder anmachen kann. Ja. Also was wir auf jeden Fall trotzdem merken, so, er wirkt ja jetzt gerade ziemlich verwirrt und so, wie er rumläuft. Aber er ist irgendwie trotzdem nie richtig in Gefahr, ne? Nee. Also es schießt ja niemand auf den. Der Kollege. Prinzipiell auf den Boden. Oder der Kollege ist aber auch, Er sucht die Kiste, er weiß nicht, dass sie auf dem Dach ist. Ich find's nicht in Ordnung, online zu hacken, egal warum. Also auch nicht irgendwie, ich würde es aber gerne testen. Ja, ist aber nicht okay. Nein. Das quasi trotzdem anderen Leuten den Spaß dadurch zu verderben. Einfach 149 andere Leute, die Spaß haben wollen und du so, fickt euch, haha, ich drücke eine Taste. Woher wisst ihr, dass er anhat? Wir wissen es nicht, wir vermuten nur und es gab so ein paar Situationen, die waren sehr eindeutig. Mein Argument ist, guckt ihn euch an, wie er spielt. Dann fragt euch, wie er es geschafft hat, eine Daily 13er KD mit 15 Runden oder so zu haben. Ja, also das ist schon sehr, das ist eindeutig, diese Aussage. Ich kann mir richtig vorstellen, dass das so Schulfreunde sind. Mhm.
die gerade einfach zusammen zocken, so. Klar, oder Berufskollegen, machen gerade Malerausbildung. Ja, C4 und dann ist das mit dem Cheater direkt vorbei. Denn wusste ja, dass da jemand drin sein musste. Zwei Leute. Boah, wenn der jetzt überfahren worden wäre, ich hätte so gelacht. Ja. Ja, Chat. Was meint ihr, Chat? Oh, Claymore. Was meint ihr, Chat? War das eindeutig genug? Da war halt einer und dann hat der andere auf ihn angefangen zu schießen. Er hat sich hingelegt und auf einmal hat er jeden Schuss in den Kopf getroffen. Können wir eine Wette starten, ob er die Runde gewinnt, Chat? Weil ich bin nämlich nicht sicher. Der Typ ist echt bad. Die wollen Games nicht mehr lernen, sondern dass den Cheats für sich arbeiten. Ja, ja. Da habe ich auch was gehabt, als ich ein Turnier gespielt habe. Da war ein deutscher Streamer, der gecheatet hat. Oh, wow. Und der hat dann K ohne Visier gespielt, also mit Iron Sight. Guck mal, wie er weiß, dass hier niemand mehr drin ist. Ja, ja. Dann hat er halt Kills gemacht und dann die Mates so, Alter, wie hast du das gemacht? Und irgendwann so, ja, wie hat er das gemacht? Die meisten Leute haben bei mir gegenwettet. Boah, warum guckst denn du da hin, wenn ich fragen darf? Oh, shit. Oh, nein. Oh, oh, no. Okay. Wie kann er da stehen und überleben? Das ist so unfair. Ich wäre so tot. Ja, ja. Er wusste halt, dass die anderen nicht pushen, ne? Obwohl sie es hätten tun sollen. Ich wäre schon 7-mal gestorben. Er ist so dumm. Er ist so dumm. Wie kann man nur so schlecht sein? Ah. Holy shit. Das war ja eine eigene Klasse, Chat. Der hatte einfach kein Eifrig dabei. Ich glaube, der hat unbedingt zur Sniper gewechselt, weil er nicht aus der Entfernung jemanden nur noch in den Kopf treffen wollte. Hätte er, und das weiß er auch selber, hätte er mit der AR geschossen, hätte er gewonnen, aber das wollte er nicht. Was haben wir hier gerade erlebt, Chat? Vielleicht wurde auch der Account gehackt, schreibt jemand. Bro, das ist auch das Erste, was ich denke, wenn ich jemanden cheaten sehe. Was habe ich da gerade beobachtet? Das war wirklich der schlechteste Cheater, den ich je gesehen habe. You have get cut. Shot your own head. Piece of shit. Ah!